Perfekt, genauso. Und weil ich perfekt sage, es gibt natürlich kein Perfekt, weil es geht immer noch besser. Wenn ich zu einem super Lehrer gehen würde, würde der auch noch Dinge finden oder so. Aber wieder die Verbesserung von, weißt du noch, wie wir das gemacht haben letzte Woche? Und da war das noch ganz neu. Vor allem der Rückweg, der war jetzt genauso wunderbar. Genauso muss es sein. Eine kleine, klitzekleine Verbesserung, die du mal noch ausprobieren kannst. Also war super. Wenn du hier oben bist und bei dem Ton bist, ja, machst du jetzt so einen Sprung darüber. Versuch mal, nur mal als Test, wir machen Folgendes, du spielst diesen Ton. Dass du, siehst du, dass ich die Hand so ein bisschen breit aufstelle? Du machst gleich den Sprung, das ist jetzt nicht falsch oder so, es kommt immer darauf an, wie es am Ende klingen soll, aber ein bisschen fließender wird die musikalische Betonung sozusagen durch dieses... Weil so entsteht keine Lücke, wenn ich das machen muss, sonst... Wenn ich den Sprung mache, dann steht so eine ganz kurze Lücke und das macht es so ein bisschen unrund. Und deshalb versuche ich mal, diesen Ton und dann zu strecken, dass du zwischen den zwei sozusagen hin und her wechseln kannst. Und da und jetzt hast du schon gemerkt, wenn der Daumen hier oben ist, ist das fast nicht möglich. Und dann musst du den ein Stück weiter nach unten nehmen, weil wenn der mehr in der Mitte des Griffbretts ist, kannst du viel besser die Hand strecken. Bevor du gleich die ganze Tonleiter spielst, spiel mal wirklich nur diese zwei Töne so hin und her, dass du diese Streckung probieren kannst. Und wenn du kannst, ich sehe jetzt deinen Daumen zwar nicht, aber wenn du kannst, wenn der so ist, lieber noch ein Stückchen mehr in die Mitte, falls, also zwischen alle Finger. Das musst du jetzt nicht zu 100% so machen, aber das ist dann so ein sanfterer Übergang von hier. Ich kann dir auch den Daumen zeigen, wie er sich bewegt. Ich komme von hier. Und so, ich lasse den die ganze Zeit noch klingen und gehe quasi mit meiner Hand hier rüber. Um darüber zu kommen. Und merkst du, das wird jetzt schon auch bei dir, das wird fließender. Von dem zu dem hört man den Übergang nicht mehr so stark, ne? Und du kannst es auch vorwärts machen. Also du hast jetzt immer gespielt. Dann hast du wieder angefangen, aber du kannst auch wieder zurückgehen. Das gilt auch für die Richtung eigentlich. Dass du stretchst erst raus und erst wenn du den Ton hast, zieht die Hand sozusagen hinterher. Das musst du aber langsam machen, damit du Zeit hast, diesen Stretch. Und jetzt noch eine Sache. Ganz, ganz generell. Jetzt kommt eine Sache, die habe ich beim letzten Mal noch nicht erzählt, die ist generell. Die Hand hat, wenn man so will, also diese Hand sozusagen, die hat, wenn man so will, drei Winkel. Und zwar so, so und so. Und zwar siehst du das auch bei Akkorden, zum Beispiel beim C-Dur, ist die Hand so mehr in die Richtung, so ein bisschen schräg. Die Richtung. Wenn du ein B-Moll zum Beispiel greifst, oder so, von mir ist auch A-Moll, dann ist die Hand quasi fast parallel zum Griffbrett. Ist sie gerade. Ne? Und wenn du, keine Ahnung, in A-Dur greifst, bist du in die Richtung. Ist komplett die umgekehrte Richtung zum C-Dur, wie diese Hand hier gedreht ist. Ne? So, also du kannst, das ist auch ein Winkel, wenn du ein Roboter wärst, ist das einer der Winkel, den man programmieren müsste. Was soll diese Hand machen? Weil der bleibt nicht immer gleich. Das ändert sich. Das ändert sich auch beim Gitarrespielen. Das ändert sich auch beim Tonleiterspielen oder bei Einzeltönen spielen. Was du jetzt oft gemacht hast, du hast diesen Ton und hast deine Hand ein bisschen nach hier hinten angewinkelt. Und dann ist natürlich der Weg für den kleinen Finger viel weiter. Stattdessen, wenn ich meine Hand gerade lasse oder so, als würde ich so ein, das hier werden, so einen schrägen Ton, da nehme ich meine Hand eher in die Richtung, dann komme ich viel leichter ran. Dass du mal probierst, wie so eine Schaukel. Schau mal, greif mal dein... Das sehe ich schon, in welche Richtung dein Zeigefinger ist. Guck mal, der kann sich ja auch mehr nach dort drehen. Schau mal, was mein Zeigefinger macht. Du hältst den so, der guckt in diese Richtung. Ich kann ihn aber auch so machen, dass der nach unten guckt oder sogar nach da. Weil diese Hand, die ist ja, schau mal, die ist ja beweglich. Die ist wie so eine Schaukel. So, genau. Wenn du jetzt die Hand so hast, wie du sie jetzt gerade hast, kommst du... Du musst dann natürlich ausprobieren, was für dich am besten ist. Und das liegt auch daran, wo deine Gitarre ist. Aber dass du ein bisschen rumprobierst, wo kann ich meine Hand am ehesten hinmachen. Ne? Und jetzt merkst du schon, mit deiner Sitzposition fühlt sich das komisch an, weil die Gitarre bei dir mehr hier ist. Ne? Und so ein Stück nach vorne. Und dann ist es natürlich schwieriger, wenn ich die Gitarre jetzt so habe wie du ungefähr. Also weg vom Körper, schau mal her, ich habe weg vom Körper. Dann muss ich natürlich, dann habe ich schon gleich automatisch so einen Winkel. Jetzt nur mal zum Spaß. Du musst nicht so spielen, weil am Ende kann man spielen, wie es einem am besten gefällt. Aber nimm die mal aus Spaß auf den anderen Fuß.
Und den Daumenstück runter und dann versuchen wir, ob sich das irgendwie leichter anfühlt, besser anfühlt. Aber das ist der Grund, warum ich immer einen Gurt umhabe, weil die ist immer in derselben Position, auch wenn ich mich hinsetze. Ich habe jetzt keinen Sitz mehr hier, aber die bleibt immer in der Mitte und die ist auch nicht so nach vorne von meinem Körper, sondern die ist immer so. Letztendlich finde was, was bequem ist. Worauf ich hinaus will ist, wenn du manchmal das Gefühl hast, du erreichst was nicht, musst du halt checken, ist mein Arm in der richtigen Position? Kann ich die Hand irgendwie noch drehen oder so? Der Daumen, der war bei dir am Anfang immer hier oben und dann ist klar, dann kannst, wenn du hier den Daumen festmachst, das kannst du selber probieren, indem du mal hier einhakst, hake den mal hier ein, so wie ich. Und jetzt versuch mal die Hand zu strecken. Man kann die gar nicht richtig strecken, wenn der Daumen da oben ist. Und manchmal sind so kleine anatomische Fehlstellungen, weswegen man dann den Griff nicht hinkriegt, ne? Und das kannst du halt in diesem langsamen Üben einfach mal auschecken, wie vielleicht auch den Winkel höher, ne? Wenn du jetzt junger Mann in der Musikschule wärst, und mit junger Mann meine ich Kind, du musst das nicht so machen, du kannst es aber mal ausprobieren, würde man dir sagen, der Kopf muss über der Schulter sein. Das wäre so klassische Gitarrenhaltung, ne? Und so kannst du ein bisschen rumspielen, wenn was nicht geht, wenn sich was komisch anfühlt, kann ich irgendwas verändern, ne? Bis du zu einer Position findest, die für dich... Ich denke, so wie ich das sehe, du hast recht große Hände. Für dich wird vieles einfacher sein, als für jemanden, der zum Beispiel kleine Hände hat. Ne? Aber einfach nur, wenn du merkst, es ist unbequem, ist ganz oft, ist der Daumen richtig? Ist die Stellung richtig? Das hat meist gar nicht so sehr, das ist jetzt doof zu greifen, sondern man blockiert sich irgendwo selber. Ne? So, und jetzt nochmal ganz in Ruhe. Jetzt vergisst du alles, was wir gesagt haben. Das versuchst du so im Üben langsam mal so umzusetzen, wenn du was merkst. Jetzt machst du nochmal die Rückwärtsbewegung. Und zwar so langsam, dass alles funktioniert. So wie du es geübt hast. Hey YouTube, vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Alle Noten, alle Tabs und alle Backing Tracks, die findet ihr auf meiner Patreon-Seite. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir auch in die Kommentare. Dann weiß ich, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.